Moin Freunde, hallo und herzlich willkommen hier. Ich zeige euch heute meinen alten Fußballplatz, was aus ihm geworden ist, wie katastrophal er aussieht. Er ist nämlich da direkt neben mir. Bin jetzt extra hier hingefahren, um euch das Ganze zu zeigen. Es ist so zur Vorgeschichte. Ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich auch jahrelang noch Fußball gespielt habe, damals im Verein. Und ja, damals war das so, als wir von Leverkusen aus weggezogen sind. Also da war ich ein ganz kleiner Junge, ich bin ja oft umgezogen. Sind wir in das Dorf von meiner Mutter, den neuen Mann, gezogen sozusagen. Und auf jeden Fall habe ich dann irgendwann angefangen, hier Fußball zu spielen. Ich will euch das gleich mal zeigen. Denn mein alter Fußballverein wurde komplett abgerissen und ein Flüchtlingsheim wurde darauf gebaut. Ich habe das Ganze, leider habe ich die Aufnahmen von da nicht mehr. Denn zu der Zeit habe ich dann nähe Bonn gewohnt, wo das Ganze abgerissen worden ist. Also wir befinden uns jetzt praktisch wirklich Jahre später. Ich kann euch aber die ganzen Hintergrundinfos geben. Und bevor wir hier gleich, ich zeige euch schon mal kurz einen Blick, da ist der eigentliche Fußballplatz. Also ihr seht gleich noch einiges. Ich zeige euch jetzt erstmal, was hier war. Und zwar dieser Container hier war dann ein Container, wo wir Halbzeitbesprechungen hatten. Und später auch so ein bisschen Umkleide, Trikot, Wart und sowas alles. War dann hier so ein bisschen Büro, Cafeteria, konntest auch Würstchen, Bockwürstchen holen und so weiter. Und so weiter und so fort. Und ich zeige euch jetzt noch was. Hier steht auch noch das Schild oder die Schilder von meinem alten Verein. So, wie gesagt, schon Jahre her. So, guck mal. Das ist eigentlich die Hütte. Also hier, ich zeige euch das mal. Hier standest du dann, so, pass auf. Also, hier standest du dann und dann hast du hier halt gesagt, hier einmal einen warmen Kakao oder Würstchen auf die Hand und so weiter. Hast du hier bekommen. Hier wirst du jetzt heute nichts mehr kriegen. Und dann gab es hier einen Balkon, so, seht ihr? Also, wenn wir hier stehen, ist hier so ein Balkon und da konntest du dann komplett auf den Fußballplatz gucken, der aber jetzt einfach, wie gesagt, alles ist, nur kein Fußballplatz mehr. Ich gucke gerade selber drauf. Es ist der Wahnsinn, was hieraus geworden ist. Ich mache euch mal eine Einblendung jetzt. Einen Moment. Das hier ist mein alter Fußballplatz, wo dann die Container von den Flüchtlingen standen. Da hinten war das Tor. Hier war dann, guck mal, hier sind auch noch diese Flutlichtanlagen. Hier ist auch noch eine. So, und da hinten war das andere Tor. Jetzt kommt das, was so ein bisschen witzig ist, ich habe gar keine Ahnung, was das da jetzt für Container sein sollen oder was hier jetzt gemacht wird. Auf jeden Fall ist das hier abgesperrt, sieht man auch hier. Und hier war eigentlich letztens auch noch so eine Stromquelle. Moment, ich mache wieder andere Kamera. So, genau. Und da, wo ich euch gerade gezeigt habe, war auch letztens noch so ein Stromkabel durch, so eine Stromquelle. Ich sehe gerade, dass man das auch immer noch sieht. Guck mal hier, wartet. Da läuft so ein Kabel, genau da, wo jetzt mein Finger ist, da, so, und das läuft dann hier oben auch noch lang. Ja, ich stelle mich mal hier gerade so hin, Moment, dann könnt ihr es gleich sehen, superla, guck mal da, da ist dieses Kabel, da haben die den Strom irgendwie von der Schule aus gelegt, aber völlig random, guck mal, dieses Kabel geht dann bis zur Schule, einmal hier nur so drüber gespannt, also ich könnte jetzt rein theoretisch auch da dran springen fast. auch nicht schlecht, so ein Vollstrom-Ding. Und das ging dann darüber zu diesem, wo dann damals das Flüchtlingsheim sozusagen war. Und zwar hier. So, hier waren dann diese Stromdinger. Und warte mal, da ist das Kabel. Guck, da hängt das einfach runter. Das haben sie auch da gelassen. Alle Flüchtlingsdinger sind weg, aber das bleibt. Da kenne ich auch nichts. Das ist ja kein Problem. Ja, auf jeden Fall. Sind die Flutlichtanlagen noch da und der Rest des Vereins ist im Grunde genommen weg. Für mich ist das so krass, weil das war halt mein erster Dorfverein, bevor ich dann damals gewechselt bin. Also so diese ersten Schritte aus dem Dorf dann heraus gemacht. Und da jetzt so nach Jahren mal drauf zu schauen, also so wirklich hier auch zu sein und da zu sehen, also ist der Wahnsinn. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass hier eigentlich mal ursprünglich einfach ein Fußballplatz war. So, und ich finde das halt so heftig. Er wurde halt komplett abgerissen, ne? Die ganzen Container waren dann da für die Flüchtlinge. Und jetzt alles weg. So, und es sieht auch nicht danach aus, dass hier wieder ein Fußballplatz gebaut wird, sondern irgendwas mit dieser Containerfront da. Moment, guck mal.
So, hier sind jetzt da irgendwelche Container drauf. Die standen aber vor ein paar Wochen noch nicht so, das weiß ich, weil ich hier noch Bilder geschickt bekommen habe von einem Kollegen, der hier war und gesagt hat, guck mal, was aus dem alten Verein geworden ist. Und da waren auf jeden Fall diese Container noch nicht da. Ja, hier ist übrigens auch nochmal die nächste Flutlichtmast. Zack. So, ja, es ist echt irre. Guckt euch mal an. Das hier alles war ein Fußballplatz. Also hier, ihr seht ja auch den Zaun, wie zermürbt und kaputt der jetzt ist. Das war natürlich alles früher nicht so, ne? Also der Zaun sah noch nie perfekt aus, aber er hatte seinen eigenen Charme, sagen wir mal so. Ja, ich laufe jetzt mal gerade bei diesem Container da weiter, wobei, also in dem Container sieht es auch schwer nach Müll und alles aus. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was da gerade gemacht wird. Auf jeden Fall sieht es irgendwie komisch aus. Ich laufe hier gerade einmal ein bisschen rum, um das Ganze mal so real life zu zeigen. Hier war, von hier aus wurden die Ecken geschossen, nach da hinten. Da war dann das Tor. Das ist so krass. Es ist einfach so krass. Ja, und ich zeige euch jetzt mal kurz, wenn wir den Ball über den Zaun geschossen haben. Das kennt jeder Fußballer. Jeder Fußballer hat schon mal 2, 3, 4, 5, vielleicht auch 6 Bälle über den Zaun geschossen. Pro Training. Auf jeden Fall mussten wir dann immer hier auf so ein Parkplatz, Fahrradplatz-Ding fahren. Musst du halt drauf fahren. Und dann den Ball zu holen. So, pass auf. So, wenn wir hier drüber geschossen haben, also über den Dings, mussten wir immer hier, lag dann immer der Ball. Und guck mal, jetzt kann ich euch einen super Einblick geben. Pass auf, hier, genau hinter mir, stand das Tor. So, und dann war da hinten der ganze Fußballplatz. Nur kurz gucken, dass wir hier nicht fallen. So, so, da sieht man das so ein bisschen in der Kamera. Also das war alles der Fußballplatz. Hier seht ihr auch da und da hinten diese Flutlichter. Ja, und das war einfach der Fußballplatz. Ich gebe euch jetzt gleich auch noch mal eine andere Aufnahme von hier. Ist auch krass, nur dieser Zaun trennt mich und den Fußballplatz. Mein ursprünglichen Dorfplatz. Ja, vielleicht gehen wir auch noch mal rein. Ja? Ja, ich zeige euch mal andere Einblicke. So, guck mal. Hier ist dieser Zaun. Und das hier, da war alles der Fußballplatz. So, ich kann mal gucken, wenn wir hier so Weitwinkel an. Hoppala, das war Zoom. Perfekt. Hier Weitwinkel. Guckt euch mal das an. Hier. So. Das hier ist der ursprüngliche Fußballplatz. Irre, oder? Also das ist echt der Wahnsinn. Ja, Freunde, für die, die sich jetzt fragen, warum hat der uns eigentlich seinen alten Fußballplatz gezeigt und fällt gerade noch fast hin? Ja, kein Problem. Ich habe euch ja gesagt, dass hier auf dem Zweitkanal natürlich das Hauptthema hier Fußball und eben andere Mannschaften, weil auf meinem Hauptkanal ist ja eben Werder das Hauptthema, ist ja auch klar. Aber ich würde euch gerne auch immer wieder so ein bisschen hier in mein Leben oder alte Sachen von mir mitnehmen, Real-Life-Stories erzählen. Das habe ich auch schon mal angefangen, würde ich auch gerne weitermachen. So, das ist jetzt auch ein Teil davon, eben mit meinem alten Fußballplatz. Und ja, ich finde, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich und aktiviert die Glocke, ganz, ganz wichtig. Und kommentiert auch gerne mal, spielt ihr aktuell noch Fußball oder habt ihr mal gespielt? Und jetzt guck mal, ich habe den Sonnenuntergang noch für euch gebucht, ist klar, ne? Vielleicht, wenn ich rausgehe, ja? Guck mal, wunderbar. Ja, das ist ja wunderschön, das muss man ja auch mal sagen, ne? So, und mit diesen schönen Bildern vom Sonnenuntergang verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Wenn ja, schreibt es mir gerne, wie gesagt, in die Kommentare. Bis dahin, euer Real Nico Live und ciao!